Was ich auf jeden Fall machen muss, wenn die Straße fertig ist. Ich kann auch gleich noch eine Straße hier runterbauen. Weil Stein ist jetzt gerade kein Problem, dadurch, dass der Stein mit Dauer arbeitet. Und ich einen Töpfer habe, der mir für mich mehr Geschirr ranschafft. Ja, Gold kommt zusammen. Gut. Hehehehe, diesmal habe ich dich erwischt. Du musst dich nicht selbst umbringen. Wie sieht es mit Schuhen eigentlich aus? Ich habe noch 5 Paar Schuhe. Und eigentlich sehr viel Leder. Komm, mach mir mal wieder Schuhe. Ja? Ja, wie? Mach mir mal 2x9 Stück. Wie gesagt, Nahrung haben wir genug. Auch obwohl die Fische jetzt wirklich langsam weniger werden. Hier drüben sehe ich gar keine mehr. Die schwimmen wohl alle hierher zum Fischer immer. Hier oben ist auch schon alles leer gefischt. Ja. Die Eskimos haben auch niemand mehr. Oh, Astrid ist hungrig. Ja, ich muss dann demnächst mal anfangen, Nahrung in das Vorratszelt zu schaffen. Ich glaube, da tue ich dich mal. Wieder zwangsentfremden. Und ja, das Leder da wegnehmen. Oh ja, das Gold kann ich da auch mal einlagern. Und du mach mir mal sehr viel Geschirr. So. Jetzt kannst du mir Geschirr hoffentlich machen. Du hast da unten nichts mehr zu tun. Ja, das hier ist mehr als genug Eisenerz. Hier wird auch fleißig baut, das heißt, ich kann jetzt. Junge. Du heizt langsam wieder. Junge. Ups, jetzt habe ich dich das Geschirr abwerfen lassen. Das ist nicht so gut. Wobei, irgendwer wird es aufheben.
Junge, junge Mädchen. Für den Bierbrauer. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du machst nochmal einen neuen, bitte. So, Zweifamilienhaus ist fertiggestellt. Ja, ich brauche die Holzwerkzeuge halt. Nachher wirklich, um Waffenröcke zu ertauschen. Das heißt, ich werde nachher meinen Händler hier oben zum Träger machen, der den Werkzeugschreiner entleert. Also so 10, 15 Waffenröcke sollten es schon sein. Ich weiß nämlich noch, ich brauche in der Mission eine große Armee und damals habe ich ziemlich schwer getan, so eine zusammenzukriegen. Weil ich damals halt nicht mehr so effizient bauen konnte. Okay, du kannst jetzt umgeschult werden, jetzt wo das Fischerzelt keine Nahrung mehr hat. Wo ist denn der Farmer jetzt? Ah, direkt über dem Fischer. So, Nahrung wird eingeliefert, gut. Ja, man merkt, mein Bäcker. Mein Bäcker kommt jetzt selber nicht mehr ganz so hinterher mit dem Backen ohne das Wasser. So, Farmer. So, wir haben langsam Gold im Überfluss, wir haben Nahrung im Überfluss. Wir haben eine Werkzeugschreinerei gebaut. Wir haben einen hungrigen Bauarbeiter, das ist aber halb so wild. Ich frage mich wirklich, ob sie versucht, sich mit Tabula Rasa zu unterhalten, weil sie immer da hochläuft. Noch eine Tabula Rasa. So. Okay, Stein ist okay. Na, wie sieht's bis jetzt aus da oben? Nahrung wird geliefert. Oh, es werden jetzt Wege gebaut. Gut. Wir haben ja genug Stein zum Glück. Hier wird die Brauerei gebaut. Dafür bedient er sich vom Stein hier oben. Würde ich sagen. Ja, er holt sich da den Stein. So, du hast die Warenmenge hergestellt. Geschirr kommt im Überfluss, das ist gut. Den Speermacher will noch keiner bauen.
Okay, das Geschirr, was hier dazwischen irgendwo lag, hat jemand genommen. Alles gut. So, Brauerei ist fertig, das heißt, baut die Straße. Dass wir dann die Straße bauen können. So, du bist erwachsen. Ja. Du lernst Bäcker. Und wir haben Ingun verloren. Ja. Ja. Tja. Ja. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Ersatzfrau. Träger. Oh, es wird jetzt auch schon Leder geliefert. Gut. So, dumm, dumm. Das heißt, das Dreifamilienhaus hier braucht eine neue Frau. Vielleicht am besten diesmal den Müller verheiraten, nicht an irgendeinen Möchtegern-Farmer. Der seine Frau einfach so in den Selbstmord treibt. Aber ja, ich würde wirklich gern wissen, warum sie gerade immer da hochläuft. Gelaufen ist. Man merkt, das Spiel ist halt auch nicht hundertprozentig ausgereift. So, Geschirr für Gold kommt langsam. Du siehst so aus, als ob du ja Gold nach da oben lieferst. So wie alles andere Mögliche. Du packst dein Holz jetzt hier in die Werkzeugschreinerei, das ist auch gut. So, Straßen. Jetzt zum Jäger. Vom Jäger nach da oben durch. Und von da aus da geradeaus weiter auf den Wegweiser zu. Und weiter geht die Straße jetzt erstmal nicht. Weil wir zu viele Bobbles ja, du bist genauso dämlich, habe ich das Gefühl. Ja, das ist wohl der wahre Schwierigkeitsgrad an diesem Spiel. Aufzupassen, dass die etwas, wie soll ich sagen, dämlicheren Wikinger nicht in den Tod laufen.
Ja, nachher kannst du dann halt da oben Steine kloppen.